adrenalina da tua. Lazim svoj na bendament, Arab. Nisi mi više jedini. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei habe ich TK und Mehmet. Und zusammen gucken wir uns heute vier Balkanlieder. Enza aus Albanien, Dara aus Bulgarien, Ece Seçkin aus der Türkei und Senida aus Montenegro, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja. Und genau, fangen wir auch an mit Enza. Enza. Kennt ihr? Welche Künstlerin kennt ihr? Also von Gott. Ja, also ich kenne Ece Seçkin, ja, die anderen kenne ich leider nicht. Aber ich bin gespannt auf die, also es sieht vielversprechend aus. Ich kenne nur Enza von den allen. Achso, ich kenne Ece Seçkin und Senida kenne ich auch. Mhm. Hab sie auch live gesehen in Belgrad. Oh. Die ist schon richtig cool drauf. Auf die anderen bin ich auch sehr gespannt. Ah, Enza, hab ich Enza gesagt? Nein, Enza habe ich gesagt. Enza kennst du auch, wir haben schon eine Reaction-Video gemacht. So, fangen wir an mit Enza. Genau. So. Okay. Oh, der Anfang ist schon geil. So Zebra. Okay, das ist mein Platz 1, definitiv. Ja. Ihr Dekolleté ist schon sehr weit offen. Ja. Also mit den Zebrastreifen, sie hat sehr schmal ein Thema. Mua. Ach, das Lied heißt ja auch so Moa. Ach so, ja. Ja. Ja, genau. Ja. That ass. Ich glaube, sie hat so ein Twerk-Video. Also ich glaube, sie ist der lebende Beweis, dass man zum Beispiel nicht so die Top-Model-Figuren haben muss, aber trotzdem gut aussehen kann. Ja. Ich finde auch, sowas viel krasser, so mit Figur betont. Ja. Die slayt einfach. Sie hat auch eine krasse, sie hat auch eine echt gute Stimme. Krass, dass sie auch so tanzt. So. Ja. Ich glaube, sie sagt, ich liebe Geld. Ja. Wer tut das schon nicht? Ja. Aber sie hat auch Themen viel mit Tieren zu tun. Das eine Schlange, Zebra. Ja. Ja. Oh. Das war echt. Oh, das war krass. Echt krass. Uff. Fettes Auto. Ja. Das haben wir alle gedacht. Ja, ja, natürlich. Da sieht die so elegant aus, bei dem anderen mit Mantel so ein bisschen so luxuriös und bei dem anderen sportlich. Die hat alles drin. Moment, hast du gesehen, von den Rothaarigen ist die Brille von der gefallen. Echt? Ja. Yeah. Alter, fast ist ja, fast runtergefallen. Bro, worauf du achtest nicht? Ja. Dollarzeichen. Dollar. Cool. Nicht schlecht. Ja, also, definitiv. Dann Daumen nach oben. Gut. Video gelungen. Jetzt Bulgarien. Okay. Hübsch. Dara. Die hat ihre Hand gebrochen, glaube ich. Kevin Klein. Ach so, nein, die Kevin Klein. Nein, Kickboxen. Ja, das ist normal. Boah, das fängt auch schon geil an. Ich bin gespannt, aber auch von Kulisse her noch was mehr passiert. Ja. Okay. Okay, doch. Oh, das sieht voll aus. Oh. Ja, interessant sieht's aus. Also sie kann sich schon mal gut bewegen. Stimmlich ist es auch okay. Ah, das mit dem die Augen rein. Also, ja, das ist ein gutes. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. So eine krasse Tanzchoreo. Ja, hätte ich auch nicht erwartet. So schnell und es geht echt ab. Oh, Werbung für Kapi. Ja, genau. Und Kevin Klein. Immer schön Werbung machen, natürlich. Ja. Das ist eine gute Partymusik. Ja. Das kann man eigentlich überall hören, finde ich so. Das ist, Die ist hübsch, ne? Ja, ja, definitiv.
Ella, Ella. Hey, war auch cool, ne? Wow, das war sehr war gut. Sogar. Dieses Ella Ella, davor Moi, dieses catchy so ja. Ohrwurm-Faktor. Da bin ich jetzt auf das nächste gespannt. Ja, ich auch. Ja. Das ist jetzt Türkei, ne? Ross, das ist Ross, kann ich auch. Okay, der Anfang ist schon mal ziemlich geil. Sie macht eigentlich Popmusik, aber das ist so mehr so Rap-Dings, glaube ich. Okay. Yeah. Voll unerwartet so von ihr, da kommt so ein Boom. Okay, das ist richtig geil. Okay, das ist nice. Oh. Ey Junge, wie krank ist das? Ja. Tipsy Lala Po. Die Helden unserer Kindheit. Tipsy Lala Po. Okay, der Beat und der Flow ist schon geil. Ja, ne? Richtig ja. Gut. Die haben auch sehr viele Effekte drin. Ja. Die beiden sind echt gut. Ja. Harmonieren super zusammen. Die hätte nicht von Edges Session sowas erwartet. Ja, ich auch nicht. Ich sagte doch voll so unerwartet. So. Normalerweise kennt man die so mit Popmusik, so ein bisschen ja. So Partymusik. Und dann kommt so ein Rap-Ding ins so. Ja. So Stimmlage klingt ein bisschen auch ähnlich. Also, ja. Also ich kann jetzt nicht unterscheiden, wer ja, wann wer was singt. Ja. Aber es ist immer gut, dass, wenn man klar und deutlich rappt. Also das kann ich auch sehr gut. Die Porsche im Hintergrund. Oh, die ist auch hübsch. Oh, das ist geil. Das ist boah, richtig das einfach geil. Diese Dinge mit dem Rauch und alles. Und auch diese Neonlichter. Ja. Es ist echt viel Lust in deren Musikvideo. Alter, wie Geld haben die mit dabei? Ja. Immer diese Benjamins. Ja. So, sehr hübsche Frau. Ja. Sehr talentiert. Die könnte aber auch, nicht, also auch gut singen, finde ich. Sie hat auch so eine geile, soulige Stimme gehabt. Ja. So jetzt grad. Ich glaube, die andere neben mir, die ist so eine Newcomerin, aber ja? Die kann auch richtig gut. Also, ja. Also von der habe ich früher, vorher noch nie was gehört. Okay, von der Sage schon, aber die andere ist auch richtig nice. Aber oh, jetzt kommt da kann man definitiv nicht meckern. Also. Senida. Senida, da bin ich auch gespannt. Kommt schon sehr gut an. Ihre Hose ist gerissen. Sie hat aber einen geilen Style. Sie hat auch so eine tiefe Stimme. Mit Mantel und ja, glaub weiß. So Sommerfeeling, ne? Ja. Sie bewegt sich auch sehr viel in dem Video. Ja, definitiv. Ein bisschen zu viel. Die Szene ist von Raf Kamora. Die gleiche Szene. Ja, ne? Ja. Ah, er ist ja auch dabei. Ah, richtig geil. Ja. Das kann man überleben. Der
Ich sag schon, das gefällt mir richtig geil. Aber Raff macht auch sehr viele Collabs mit Balkan-Künstlern. Ja. Vor allem mit Jala und Buba. Jetzt. Ich hätte das nur im Sommer rausgebracht, finde ich. Ja, richtig. Also ich finde, sie kann auch gut singen, aber Raff Camora hat einfach alles rasiert. Ja. Die haben auch richtig geile Kulissen, sehen super aus, so haben eine gute Stimme. Von Flair ist auch richtig geil. Also ich kann schon mal sagen, so, das ist mein erster Platz. Ja, das war geil. Das ist ein geiler Effekt, ne? Ja. Na, ich meine, bei so einem Wetter Mantel tragen ist jetzt nicht so. Das ist auch geil. Ja. Es ist wahrscheinlich sehr windig dort, deswegen der Mantel. Ja, das Mantel. Senida. Oh, so eine Einstellung ist richtig geil. Okay, welches ist euer erster Platz? Das wollte ich fragen. Also, okay, okay, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Was ist euer erster Platz? Senida mit Raff Camora. Camora ist erster Platz. Dann AJ zweiter Platz, Enza dritter, Dara vierter Platz. Was sagst du? Ah. Oh, das ist schwierig. Schwierig. Oh mein Gott. Also ich fand alle Lieder gut. Mhm. Die letzten zwei haben mich mehr gepackt. Welches hat dich am meisten beeindruckt? Okay, fertig. Na, ich muss. Okay, ich sag, AJ Setchkin ist meine 1. Senida 2. Jetzt muss ich schauen. Was mir mehr gefallen hat. Enza oder Dara? Ich fand beide gut. Ich tue beide auf dritten Platz so. Okay, nein, sowas gibt's nicht. Ja, sowas gibt's nicht. Wenn ihr macht, dann geht's. Aber wenn ich das mache, dann nicht. Ja, geht auch nicht. Wir erlauben so, ich nicht. Entscheide mich. Guck mal, Demokratie 2 gegen 1. Also hast du kein Recht darauf. Ja, gut, ich sag dann. Dara ist meine 3 und ja. Enza meine 4. Okay. Also ich würde sagen, AJ ist meine 1, dann Dara 2, dann Senida und Raff 3 und Enza 4. Obwohl, die waren eigentlich alle gut. Aber also videotechnisch fand ich echt, waren die alle gut. Ja. Also war gut, ja, aber biotechnisch war für mich AJ am besten. Ja, AJ hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, das war, Lied das und das Video. Aber da denkt man sich krass. Genau. Ja. Ansonsten. Ja. Aber sind schöne Lieder, kann man sich anhören. Ja. Mhm. Ja. Schreibt gerne in den Kommentaren, welches Lied euch mehr gefallen hat. Und falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Genau. So sieht's aus. Habe ich schon gesagt, dass ich liken soll? Nein, also okay. Er hat es nicht gesagt, also wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen da lassen unten. Genau, kommentieren, teilen, überall, wo es geht. Erzählt es euren Freunden in der Schule oder euren Eltern. Freunden, nein. Familien, Eltern, falls ihr Enkel habt. Mama, Eltern. Guck mal, was ich gehört habe. Da kommt Enza so raus. Ja, warum nicht? Gibt's das auch. Erinnert mich an Dingen, Shindys Lied, der hat doch auch so ein Lied gemacht, wo die Eltern mit dabei waren. Weiß ich gar nicht. Da sagt der Junge so, aber Mama, das ist Papi Papp. Dann kommt der Vater, der sagt so, wenn hier einer dein Papi ist, dann bin ich das. Ja, cool. Hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann sagen wir auch schon mal tschüss und bis zum nächsten Video.